zum 1. Juli im Westen ein Rentenplus von 3,18% erwartet wird, im Osten von 3,91%. Die Zeitungen beziehen sich auf den Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2018. Endgültig festgelegt werden soll die Rentenerhöhung erst im kommenden Jahr. 40% der Bevölkerung in Deutschland nehmen einen steigenden Antisemitismus im Land. 100 iranische Personen, Institutionen und Unternehmen hatte die Trump-Regierung heute Sanktionen verhängt. Betroffen sind neben der Ölindustrie